Guten Tag, mein Name ist Franziska Hasselbach von der Kanzlei Hasselbach Rechtsanwälte. Unser Thema heute ist der Mehr- und Sonderbedarf für Kinder. Was ist Mehr- und Sonderbedarf? Mehr- und Sonderbedarf ist Zusatzbedarf zum klassischen Kindesunterhalt. Das sind Dinge, die einmalig oder dauerhaft anfallen und entsprechend irgendwie noch zusätzlich zu bezahlen sind. Dabei ist Mehrbedarf dauerhafter Bedarf, wie zum Beispiel Nachhilfe, und Sonderbedarf sind klassische einmalige Zahlungen, wie zum Beispiel eine Zahnspange oder eine Klassenfahrt. Manchmal. Klassenfahrten sind nicht immer Sonderbedarf, dazu komme ich noch. Wichtig ist die Unterscheidung nach Mehr- und Sonderbedarf deswegen, weil Unterhalt eigentlich immer erst ab Anforderung gezahlt werden muss. Das heißt, man fordert bei demjenigen, der zahlen muss, an, das Kind hat die und die Kosten, beteilige dich, bezahle das, wie auch immer. Beim Sonderbedarf hingegen kann man das Ganze auch rückwirkend fordern. Das heißt, man kann eben auch sagen, hier sind folgende Kosten entstanden, neue Brille, ähnliches. Und dann muss man sich darüber verständigen, in welcher Prozentzahl man sich beteiligen muss. Aber man kann eben dann nicht als Zahler sagen, das hätte man mir vorher sagen müssen. Wichtig ist, dass Sonderbedarf ein außerordentlich hoher Bedarf sein muss, denn es geht hier nicht um einmalige Zahlungen in kleiner Höhe, sondern schon um größere Zahlungen, die derjenige, der den Unterhalt bekommt, nicht einfach so aus dem Kindesunterhalt bezahlen und abfangen kann. Das gilt im Übrigen auch für den Mehrbedarf. Eine Vereinsmitgliedschaft für 7 € im Monat ist kein Mehrbedarf. Da müssen schon Beträge erreicht sein, die mit dem normalen Kindesunterhalt nicht abgefedert werden können. Beispiele für den Mehrbedarf sind oft Nachhilfestunden. Auf unserer Homepage haben wir auch ein Beispiel, dass Reitstunden Mehrbedarf sein können. Dazu möchte ich noch ein paar Takte sagen, denn solche Dinge werden oft nachgefragt. Es ist nicht so, dass, wenn wir annehmen, das Kind lebt bei der Mutter und der Vater muss zahlen, dass die Mutter einfach entscheiden kann, dass das Kind jetzt Reitstunden nimmt und der Vater das bezahlen darf. In so einem Fall müssen sich die Eltern natürlich vorab abstimmen und einig werden. Wenn der Vater damit nicht einverstanden ist, dann hat die Mutter eben diese Verpflichtung alleine zu tragen oder kann die Reitstunden nicht buchen. Aber es ist so, dass Kinder ja teilweise schon Reitstunden hatten oder Golfstunden oder irgendwas anderes, was eben relativ viel kostet, bevor die Eltern sich getrennt haben. Dann soll es einem Kind ermöglicht werden, diese Aktivitäten auch nach der Trennung aufrechtzuerhalten, zumindest wenn es den Eltern finanziell möglich ist. In so einem Fall wäre das klassischer Mehrbedarf. Und es gibt natürlich auch die Fälle, wo der Vater durchaus einverstanden ist mit solchen Aktivitäten, dann muss er sich auch an den Kosten beteiligen. Beispiele für den Sonderbedarf sind zum Beispiel eine Zahnspange, das habe ich vorhin schon genannt. Die Klassenfahrt, das habe ich schon erwähnt, ist etwas problematisch, denn Sonderbedarf ist nur dann wirklicher Sonderbedarf, wenn er nicht in der Höhe vorhersehbar war und auch nicht so gut zusammengespart werden kann. Jetzt ist es bei Klassenfahrten aber in der Regel so, dass die Höhe der Eigenbeteiligung der Eltern relativ überschaubar ist und dass man außerdem auch weiß, dass das Kind auf Klassenfahrt geht. Das heißt, man weiß, das Kind fährt in Klasse 8 ins Sommerlandheim und das wird 150 € kosten. Dann kann man natürlich Monate vorher schon anfangen, jeden Monat 20 € zur Seite zu legen. Und dann hat man die Diskussion mit dem Vater, der dann sagt, das wusste man doch schon vorher, das hätte man aus dem Unterhalt bezahlen können. Wichtig für die Entscheidung, ob hier der Vater oder die Mutter dann recht hat, ist auch die Frage, wie viel Unterhalt insgesamt gezahlt wird. Je niedriger der generelle Unterhaltsbetrag ist, der monatlich gezahlt wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Mutter davon nicht noch Kosten für Klassenfahrten sich absparen konnte. Wenn allerdings der Unterhalt in einer höheren Stufe gezahlt wird, der Vater also sehr gut verdient und deswegen relativ viel Unterhalt zahlt, dann kann man auch erwarten, dass solche Dinge wie Klassenfahrten von der Mutter mit abgedeckt werden können, wenn sie sich in normalen preislichen Rahmen bewegen. Letztendlich ist es sowohl beim Mehr- als auch beim Sonderbedarf oft eine Einzelfallabwägung. Es muss gesehen werden, wie hoch sind die Kosten, wie hoch ist der Unterhalt, der tatsächlich gezahlt wird, wie waren die Vereinbarungen zwischen den Eheleuten, als es noch keine Streitereien darüber gab.
und dann wird entsprechend entschieden, ob es Mehr- oder Sonderbedarf ist und inwieweit dieser zu erstatten ist. Die meisten Leute interessieren sich dann noch für die Frage, wie viel sie denn bezahlen müssen. Denn man könnte auch hier wieder sagen, der Zahler zahlt alles. Man kann sagen, es wird hälftig gezahlt oder man kann, wie zum Beispiel beim Wechselmodell, sagen, es wird anteilig gezahlt. Aus pragmatischen Gründen wird der Mehr- und Sonderbedarf oft hälftig bezahlt. Das ist eine relativ einfache Lösung. Beide Eltern teilen sich die Kosten. Man muss nicht kompliziert berechnen und man muss sich nicht lange darüber streiten, ob die Prozentsätze richtig sind. Es ist aber natürlich offensichtlich, welchen Nachteil das hat, denn derjenige, der weniger verdient, bezahlt quasi überproportional viel für die Aktivitäten. Deswegen kann man das auch genau berechnen lassen, wie viel zu bezahlen ist. Dann wird ins Verhältnis gesetzt, wie die Einkommen der Eltern sind. Und ich will hier nicht den ganzen Rechenweg darstellen, aber im Prinzip werden die Einkommen der Eltern ins Verhältnis gesetzt und dann prozentual der Mehr- und Sonderbedarf bezahlt. Der Nachteil hier ist ganz offensichtlich, dass man sich sehr darüber streiten kann, wie das Verhältnis der Elterneinkommen denn ist. Gehört ein Bonus mit rein? Ist die Altersvorsorge abzugsfähig, auch in dieser Höhe? Da kann man viele Streitpunkte anfangen und deswegen entscheiden sich ganz viele Leute einfach für die pragmatische Hälfte-Hälfte-Lösung.